Kids, Teens und Krimi-Spielfilmfilmer. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr Bildmasken erstellt und bei der Krimi-Filmbearbeitung einsetzt. Eine beliebte Kameraeinstellung ist der sogenannte Point of View. Mit diesem besonderen Blickwinkel versetzt sich der Filmemacher in die Augen des Darstellers. Wohin blickt dieser? Was sieht er? Ein Beispiel. Du zeigst, wie eine Person in ein Fernglas schaut. Alleine diese Aufnahme wäre etwas langweilig. Daher filmt ihr eine zweite Szene, in welcher der Zuschauer erkennt, wen oder was der Fernglasbenutzer beobachtet. Um diesen Eindruck zu verstärken, setzt ihr Bildmasken ein. Voraussetzung für das Erstellen von Masken ist ein Bildbearbeitungsprogramm mit Ausstandsfunktion sowie ein Filmbearbeitungsprogramm, bei welchem euch mindestens zwei Videospuren zur Auswahl stehen. Eine Maske ist ein Bild mit der Dateiendung PNG. Der Unterschied zu den bekannten JPEG-Bildern ist, dass bestimmte Teile im Bild ausgestanzt werden können. Bei einem JPEG ist der mittlere Teil des Fernglases weiß. Beim PNG wurde dieser weiße Teil aus dem Foto entfernt, sodass nur noch die schwarze Umrandung übrig ist. Eine solche Maske erstellt ihr mit einem Bildbearbeitungsprogramm. Ihr nehmt einen schwarzen Karton und zeichnet darauf zwei überlappende große Kreise. Diese schneidet ihr aus und klebt ein weißes Blatt Papier über die offene Stelle. Nun scannt ihr eure Vorlage ein und speichert sie zunächst als JPEG-Bild ab. Habt ihr keinen Scanner, dann macht davon ein Foto. Nun kommt der zweite Schritt. Ihr öffnet das Foto mit eurem Bildbearbeitungsprogramm. In meinem Fall ist das Photoshop Elements. Den weißen Teil entferne ich mit dem Zauberstab oder mit einem anderen Auswahlwerkzeug. Bei Photoshop müsst ihr dazu das Vorhängeschloss entfernen, da der Ausschnitt sonst weiß bleibt. Nun drückt ihr auf Entfernen. Statt dem Weiß entsteht ein Loch, das durch hellgraue Quadrate gekennzeichnet ist. Ihr habt nun eine Maske erstellt, die ihr als PNG-Version abspeichert. Im dritten Schritt öffnet ihr euer Filmschnittprogramm. Über die Import-Funktion fügt ihr die Maske hinzu. Diese muss über der gewünschten Filmszene auf eine zweite Videospur gelegt werden. Das ist wie bei einem Butterbrot. Die Brotscheibe ist die Unterlage und obendrauf kommen die Zutaten. Und schon habt ihr eine Fernglasaufnahme erstellt. Mit manchen Filmbearbeitungsprogrammen kann man Unschärfen erzeugen. Setzt ihr diese bei eurem PNG-Bild ein, wirkt der Blick durch das Fernglas noch professioneller. Auch Schlüssellochmasken kommen in einem Krimi zum Einsatz. Filmt zuerst, wie der Schauspieler durch das Schlüsselloch schaut und anschließend den Raum mit der Bildmaske. Mit PNG-Bildern könnt ihr den Scharfschützen auch durch ein Zielfernrohr schauen lassen. Vielleicht blickt der Darsteller auf eine Fensterscheibe, in welche ihr ein Einschussloch zaubert. Probiert's doch einfach mal aus. Ihr werdet sehen, der Einsatz von Bildmasken macht richtig Spaß. Übrigens, in einigen Filmbearbeitungsprogrammen, wie zum Beispiel von Magix, sind solche Bildmasken bereits integriert. Nun wünsche ich euch viel Spaß und bis zum nächsten Tutorial vom Krimifilmer.